Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Rache-Video. Ich freue mich ganz herzlich, dass du eingeschaltet hast. Du bist auf dem Kanal Sabrina Mütze und du darfst mich Mütze nennen. Rache kurz erklärt. Ich schaue mir alle Videos an von den Neuzugängen. Und alles, was über ein Jahr zurückliegt, versuche ich innerhalb der nächsten 3 Monate zu lesen. Wir sind jetzt gerade im Monat April bzw. April und Leipziger Buchmesse. Und da werde ich mir anschauen, was da neu bei mir eingezogen ist. Alles, was noch nicht gelesen ist, werde ich am Ende nochmal zusammenfassen. Und das sollte dann die nächsten 3 Monate gelesen werden, beziehungsweise mindestens damit beschäftigt. Und wenn ich dann merke, dass das Buch nichts für mich ist, wird es dann eben aussortiert. Oder kommt in mein kleines Chancentöpflein. Das bedeutet, wenn ich ein Rache-Video habe, wo 0 oder nur ein Neuzugang sind, werde ich aus meinem Rachetöpfchen ein Buch ziehen, das dann definitiv gelesen werden muss. Wenn es dann in diesen 3 Monaten nicht gelesen wird, bin ich rigoros und werde es aussortieren. Soweit der Plan. Okay, wir fangen also mit dem Video Neuzugänge April plus Leipziger Buchmesse 2023 ein. Ich werde es euch nochmal verlinken. Nein, hier. Und falls ihr es nochmal ganz sehen wollt, ansonsten werde ich euch immer ein bisschen was mit einblenden. Hallo alle zusammen. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal geht es um meine Neuzugänge im April. Und was soll ich sagen? Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele werden, aber man muss dazu auch sagen, es sind auch Bücher von der Buchmesse aus Leipzig dabei und ja, dass ich da nicht ohne Buch heimgehe, war mir schon irgendwie vorher klar. Ich würde sagen, ich zeige euch mal die Bücherfunde von diesem Monat und weil ja die Leipziger Buchmesse am Ende des Monats war, würde ich die Bücher, die ich auf der Leipziger Buchmesse mitgenommen habe, euch am Schluss zeigen und auch noch ein paar kleine Impressionen von der Buchmesse. Starten wir mit einem total hübschen Fund. Von der Autorin habe ich schon viel gehört, aber noch nichts von ihr gelesen. Und zwar von Neil Lation, Der Wald. Jo, Neil Lation, Der Wald. Erstes Buch habe ich nicht gelesen. Und mein Vergangenheits-Ich sagt ja auch, dass da viel kommt. Ja, ich habe gerade ein bisschen Schiss. Ich hoffe, dass es nicht über 3, 4 Bücher werden, aber ich glaube, ich war da oft am Bücherregal. Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr erinnern, was noch in dem Monat eingezogen ist. Also klar, die Bücher von der Leipziger Buchmesse weiß ich noch, aber ansonsten sind wir mal gespannt, was da noch so kommt. Als nächstes kommen wir zu einem Bücherschrankfund. Leute, ich habe mich so, so gefreut. Das ist wirklich eins meiner, naja, liebsten Bücher würde ich nicht sagen, aber Top 50 auf jeden Fall. Und es freut mich, dass es jetzt in einem so schönen Gewand bei mir eingezogen ist. Es ist ein wunderschön ledergebundenes Buch. Und zwar ist es von Defoe Robinson Crusoe. Ja. Glück gehabt. Robinson Crusoe von Defoe ist da nochmal bei mir eingezogen. Ich liebe wirklich diesen Ledereinband. Ich habe das oft bei mir wirklich als Deko vorne stehen. Diese alten Lederbücher, ich finde die so schön. Und ganz ehrlich, ich habe da auch ein paar Bücher. Ich habe so ein Dekoregal, wo einfach nur schöne Funde draufkommen. Bücher, die ich, glaube ich, niemals lesen werde. Aber weil die so schön gebunden sind, als Deko da oben drauf habe. Und das gehört da definitiv dazu. Ich war vor ein paar Wochen im Gebrauchtwarenhof. Und da ist mir der zweite Teil von der Schokoladenvilla von Maria Nicolai über den Weg gelaufen. Ja, der zweite Teil der Schokoladenvilla von Maria Nicolai. Ich hatte zu dem Zeitpunkt den ersten Band, glaube ich, nur angelesen und der hatte mir ganz gut gefallen und dann dachte ich, nehme ich den zweiten mit, aber der ist tatsächlich einfach so wieder bei mir ausgezogen, dass ja, mir hat der erste Band, der war schon okay, aber
diese Frauengeschichten auf zwei Zeitebenen, die sind meistens einfach leider nichts für mich. Ich fand das Setting schön, aber am Schluss diese Auflösung, die hat mich einfach so sauer gemacht. Die macht mich immer noch sauer. Einfach eine starke Frau, die sich bis zu dem Zeitpunkt durchgesetzt hat, die versucht im Geschäft, also in der Schokoladenfabrik ihres Vaters, was zu reißen, eigenständige Kreationen zu machen, einen Vertriebskanal zu finden. Und am Schluss lernt die einen Mann kennen und dann wird die auf einmal zum Huscherl. Und dann tut der auf einmal wie mit Zauberhand alle Probleme von ihr lösen. Nee. Also, wenn ich von selbstbewussten, tollen Frauen lese, dann sollen die gefälligst auch ihre Probleme selber lösen. Und da ich ja an großen Klassikern nicht vorbeigehen kann, habe ich hier Wer lieben kann, ist glücklich, Hesse. Das ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Kurzgeschichten und Gedicht. Mein Hesse. Ja, wer lieben kann, ist glücklich. Habe ich mitgenommen. Bereue ich auch keinen Moment. Aber ich habe noch nicht mal damit angefangen. Ist ein dünnes Büchlein, aber so wie ich bis jetzt Hesse kennengelernt habe, muss man da im richtigen Moment des Lesens, in der richtigen Stimmung sein. Und das war ich bis jetzt noch nicht. Ich bin da sehr gespannt, ob das jetzt von mir gelesen wird. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall mit Hesse mehr beschäftigen. Der hat es auf jeden Fall verdient. Ich möchte einfach ein bisschen was über diesen Riesenautor wissen. Wer war er? Was war sein Gesamtwerk? Ich werde, glaube ich, nicht alles von ihm lesen, weil er nicht so 100% mein Fall ist. Aber wer weiß, vielleicht verliebe ich mich ja neu in den Autoren. Und ja, ich war nicht nur einmal im Bücherregal, ich war auch ein zweites Mal im Bücherregal und habe da dieses... Aber wer weiß, vielleicht verliebe ich mich ja noch in den Autoren. Aber ich dachte mir, der Fall hört sich spannend an. Und zwar Joel Dicker, die Wahrheit über den Fall Harry Cabot. Yay! Die Wahrheit über den Fall Harry Cabot von Joel Dicker. Joel Dicker wird da, glaube ich, ausgesprochen. Habe ich gelesen, hat mir gut gefallen. Ich glaube nicht, dass ich so schnell nochmal was von Joel Dicker lesen werde. Einfach, weil es Kriminalfälle sind und das nicht so ganz mein Fall ist. Aber es könnte schon sein, dass irgendwann mal wieder einer einzieht. Da ich ja bei der Büchergilde das Weltempfänger-Abo habe, ist auch dieses Mal wieder ein Buch bei mir eingezogen. Diesmal ist es Abdulazak Gunnar Nachleben. Auch wieder in einer wunderschönen Aufmachung. Hier oben einen rosa Buchschnitt. Es steht hier, ich kann es sogar hinlangen. Abdulazak Gunnar Nachleben. Ja, wie ihr seht, wenn es hier steht in meinem Rupp, ist es noch nicht gelesen. Rupp ist das Regal ungelesener Bücher und Sub ist der Stapel ungelesener Bücher. Und ich sage immer Rupp, weil ich natürlich keinen Sub mehr habe. Aber das Format heißt natürlich Rache. Das Sub nur so zur Erklärung nochmal. Ja, ich habe immer noch überhaupt keine Ahnung, um was es hier geht. Ich weiß nur, dass es mal wieder Afrika ist. Und bis jetzt haben mich die afrikanischen Bücher eigentlich echt immer überzeugt. Ich freue mich drauf, aber ihr wisst, mein Struggle mit diesen Büchern, durch das, was ich einfach immer nicht weiß und was es geht, dass ich nicht so angeteasert drauf bin und deswegen fallen die wirklich jedes Mal in die Rache. Und ja, wunderschönes Buch, aber kommen wir später nochmal dazu. Und vom Dumont Verlag habe ich dann auch tatsächlich zwei Bücher mitbekommen und ich habe jetzt schon die Caroline Wahl erwähnt und ich habe ihr neues Buch 22 Bahnen mitbekommen. Ah ja, okay, dann ist bei mir von Caroline Wahl 22 Bahnen eingezogen. Das war ja Carolines Debütroman, da ist mittlerweile schon ein zweiter entstanden, der auch an das erste Buch anknüpft. Soviel ich weiß, kann man die beiden unabhängig voneinander lesen. Das erste habe ich schon gelesen und ich warte gerade noch so ein bisschen auf die Rezensionen, weil ich fand es ganz okay. Vor allem für einen Debütroman kann man das absolut lassen, aber es hat mich nicht so geflasht, dass ich sagen muss, ich muss unbedingt da noch den zweiten Band bzw. ein zweites Buch von ihr lesen, aber wenn ich ganz viel Positives höre, würde ich es vielleicht doch noch lesen. Mal schauen.
ist auf jeden Fall gelesen, landet nicht auf der Rache. Und dann habe ich hier noch ein Buch, das noch gar nicht erschienen ist, das erst im August rauskommt und wir es aber schon vorab lesen dürfen. Rezension kommt dann wahrscheinlich erst im September von mir. Und zwar geht es um die Bücherjägerin von Elisabeth Bier. Yay! Von Elisabeth Bier, die Bücherjägerin, und hat natürlich super zum Thema gepasst. Hier geht es um eine, oh Gott, ich glaube, sie war Restauratorin und auch mit einem Antiquariat oder so. Es ging auf jeden Fall um eine junge Frau, dessen Tante verstorben ist, und sie hat eben dieses Geschäft übernommen. Liebt Bücher natürlich über alles. Und plötzlich stolpert jemand in ihr Leben, der eine besondere Karte sucht, und die Tante soll wohl gewusst haben, wo sie sich befindet. Die Geschichte war grundsätzlich nicht schlecht, aber ich finde, sie ist vom Verlag ein bisschen nicht so ganz passend beworben worden, weil man so heiß gemacht wurde auf so eine Bücherjagd, auf eine Kartenjagd, und da ist eigentlich nicht so viel passiert. Es ging mehr um das Innenleben, um das Verarbeiten von einem Tod eines geliebten Menschen und um eine neue Liebe dann anzufangen und um schwierige Beziehungen zwischen anderen Verwandten. Alles in einem war es ein Buch, das okay war, aber was mich jetzt leider auch nicht so vom Sockel gerissen hat. Jawohl, tatsächlich war es das auch schon. Ich finde, das waren genug Bücher. Ich hole euch schnell mal die Bücher raus aus dem Regal, die noch offen sind, und zeige sie euch. So, alle Bücher gefunden. Also, ihr habt ja gesehen, dass Der Wald von mir noch ungelesen ist. Ich finde erstmal dieses Cover so, so hübsch, aber das Thema hat es ordentlich in sich. Es geht nämlich hier Warschau im Zweiten Weltkrieg, und der kleine Pavel wächst eigentlich ganz behütet auf, bis der Vater einen Kampfpiloten mit nach Hause bringt, der verwundet ist von der gegnerischen Armee, und ich nehme an, dass es ein Deutscher ist. Und das allein reicht ja schon aus für ordentlich Sprengstoff. Also ich weiß noch nicht, ob es mein Buch ist, weil ich glaube, dass es sehr viel aus der Perspektive eines Kindes erzählt wird. Aber das kann ja auch sich noch ganz anders entwickeln. Die Autorin hat ja auch Die Farbe von Milch herausgebracht, was ja ein riesengroßer Erfolg war. Und ja, ich habe es dann einfach im Bücherregal stehen sehen und dachte, wenn es das umsonst gibt, dann probiere ich das nochmal aus. Und wenn mir das gut gefällt, kann ich ja immer noch Die Farbe von Milch lesen. Und eben auch aus dem Bücherschrank ist dieser kleine Hesse. Wie gesagt, es ist nicht besonders dick. Er hat 200 Quetschseiten, aber... Naja, es ist halt Hermann Hesse, steht hier ein Hermann Hesse Lesebuch über die Liebe. Ich bin mal sehr gespannt, ob mir das zusagt. Es sind, glaube ich, Kurzgeschichten und Gedichte drin. Ja, also, ihr seht, Kurzgeschichten und Gedichte. Denke ich zumindest, dass das so drin ist. Und... ja, das ist halt was, was man nicht so auf einen Rutsch durchliest. Ich werde es mir mal auf den Nachttisch stellen. Ich habe gerade auch, glaube ich, gar keine Kurzgeschichten. Das passt dann, und das werde ich mal Stück für Stück lesen. Aber ob ich das in den 3 Monaten schaffe, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe mir übrigens auch hier Hermann Hesses Siddhartha geholt. Ich bin da eigentlich ein bisschen eher gespannt. Vielleicht lese ich auch erst das, und wenn mir das zusagt, habe ich dann Bock aufs andere. Mal gucken. Und habe ich euch ja schon gezeigt, das Nachlesen von Abdulsak Gurnah, aus dem Englischen übersetzt von Eva Bonnet. Ja, das ist halt oft mit Büchern aus Afrika so, dass die Verlage sich scheuen, da andere Sprachen zu übersetzen, außer Englisch, Deutsch, Französisch. Hier geht es jetzt um Ostafrika, und zwar um zwei Männer, Elias und Harmas, die sich den Askari anschließen
Und ja, sie dienen damit der Kolonialarmee der Deutschen. Einer der beiden verschwindet spurlos und dann sucht die Schwester danach. Ich weiß noch nicht, ob mir das Buch so zusagen wird, weil grundsätzlich finde ich den Kontext Afrika cool. Die Kolonisation der Deutschen interessiert mich sehr. Aber wenn es immer so krimimäßig ist und eine Angehörige jemanden sucht, ist es oft schwierig, aber wir werden einfach mal gucken. Ich lasse mich ja von diesen Weltempfängerbüchern immer gerne überraschen. Und ja, ich hoffe, dass ihr in den nächsten 3 Lesemonaten erfahren werdet, wie mir das Buch gefallen hat. Das war's dann auch schon wieder mit der Rache. Es freut mich sehr, dass ihr wieder dabei wart. Erzählt doch mal, habt ihr schon eins der Bücher gelesen? Welches soll ich als erstes lesen? Oder welches sagt ihr? Ganze gleich aussortieren, ist gar nicht gut. Würde mich wie immer interessieren. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!